Jo Freunde, guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche. Ich glaube ja, bei manchen fängt heute wieder die Schule an. Naja, auf jeden Fall schauen wir uns wieder den Shop an. Ich reagiere wieder auf den neuen Fortnite-Shop, so wie jeden Morgen. Ich klicke mal direkt oben drauf. Let's go. Und zwar, oh, gibt es sogar was Neues? Aber erstmal gibt es mal wieder die Rote Ritterin. Immer noch, meine Meinung, einer der besten Skins jemals in Fortnite. Ich spiele tatsächlich sogar immer noch, auch wenn der Skin, ihr seht es links, in Season 1. Kam der wirklich in Season 1 raus? Okay, crazy. Und dazu dann noch das rote Schild hier auf dem Rücken. Auch eins der besten Schilder in Fortnite. Dann haben wir hier die Karmesin-Hacke. Die kam erst später, genau. Season 4 kam die erst dazu. Ja, finde ich persönlich jetzt nicht ganz so krass. Dann haben wir mal wieder die ganzen Spielzeug-Skins drin, diese Plastik-Spielzeug-Soldaten. Einmal den grünen, es gibt jeden in grün, grün und dann grau und dann rot. Rot kam noch neu hinzu. Ich wollte schon den grünen sagen, den weiblichen und dann noch den männlichen dazu. Genau, und die, wie gesagt, die rote Farbe kam dann auch hier bei den Lackierungen auch irgendwann hinzu, weil einfach grün und besonders mit grün zu unauffällig war. Das wurde dann ein bisschen verändert. Ihr seht es nämlich an diesen grauen Flecken da, die an dem Skin sind. Die gab es früher nicht, die wurden hinzugefügt. Und als ja Entschädigung quasi wurde einfach ein neuer Style hinzugefügt. War, glaube ich, aber für Freunde jetzt auch nicht so aufwendig, das zu machen. Ja, das sind die drei Sachen. Dann haben wir hier mal wieder, oh, erstmal den Doppelzopfer und diesen riesigen Skin. Ja, cooler Sound eigentlich. Und, oh, erstmal die Schlüffellackierung. Ja, ist okay, habe ich mir aber nicht gekauft. Und genau dann diesen mega riesigen Skin, der große Schluckus für 1500 V-Bucks. Ein sehr heftig riesiger Skin. So, jetzt kommen wir dann zur rechten Seite. Und bevor wir zur neuen Lackierung kommen, lasst natürlich gerne erstmal einen Daumen nach oben da. Wenn es euch gefällt, dass ich euch hier jeden Tag den neuen Shop zeige, dies, das, ihr kennt das ja, ne? Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Fangen wir oben an, wie immer. Erst die Facette für 1200. War der nicht erst vor 3-4 Tagen drin? Ich könnte schwören, dass der erst gerade drin war. Nee, ich glaube, das war ein anderes Skin. Ich glaube, das wäre der grüne, genau, der grüne, der so ein bisschen ähnlich aussieht. Dann der Bracer für 800 V-Bucks. Mein Verge-Skin ist ja quasi der männliche davon. Dann der Fackenwirbel, den ich persönlich ein bisschen zu teuer finde. Weil mehr macht er auch nicht. Also er wirbelt es jetzt im Kreis und jetzt beginnt der Loop neu. Also ich weiß nicht, ich finde ihn nicht so krass. Ich finde, also, für 500 noch okay, aber für den Preis finde ich ein bisschen teuer. So, das gebrochene Eis ist jetzt die neue Lackierung des heutigen Tages. Und zwar ist sie wieder reaktiv. Ah, sie ist nicht animiert, sondern nur reaktiv. Ich glaube, das hatten wir noch. Obwohl, hatten wir das bei der Charlie-Lackierung? Ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall ist die reaktiv. Ich bin mal gespannt, was die jetzt macht. Wir müssen einen guten Winkel finden, wo wir das sehen. So, okay. Dann, wenn ich jetzt auf den Knopf drücke, unten rechts Waffeneffekt auflösen, dann teste ich ja, was quasi in-game passiert. Für alle Leute, die das noch nicht mitbekommen haben, dass es jetzt so reaktive Lackierung gibt. Beim Schuss kommt also mal was. Mal gucken, was da jetzt passiert. Okay. Okay, ich glaube, das ist im Shop jetzt relativ unscheinbar. Aber ich glaube, das könnte in-game echt nice aussehen. Hier, oh, wenn man da oft drauf drückt, ich drücke jetzt ganz oft drauf, dann beginnt es so krass zu leuchten. Das wäre noch, also, was jetzt quasi passiert, ist so ein bisschen, als würde sie sich erhitzen. Das wäre noch cool, wenn es eine Waffenlackierung geben würde. Das sieht so ein bisschen aus wie, ja, ist ja auch Eis, steht ja auch da. Und wie, als würde quasi Metall anfangen zu glühen, erfriert es aber quasi noch. Ich hoffe, dass auch noch sowas in so glühend rauskommt. Das wäre, glaube ich, richtig cool. Und was auch noch geil wäre, wenn, ihr habt bestimmt mal diese LED-Lackierung gesehen, diese animierte, wo dann ganz leicht so die so eine LED-Spur rübergeht. Und ich glaube, das könnte auch noch cool aussehen, dass bei jedem Schuss quasi sowas über die Lackierung, über die Waffe zischt, nächstes Mal. Ich glaube, das könnte auch noch ganz cool ausschauen. Aber so auf jeden Fall, glaube ich, auch das könnte eine coole Lackierung sein. Gefällt mir. Nice, geile neue Lackierung. So, dann haben wir noch das Endlosrad. Das, glaube ich, immer noch ein Fortbewegungs-Emote ist, auch wenn es hier links nicht steht. Ich weiß nicht, haben sie anscheinend vergessen hinzuzufügen, aber ich glaube, das ist ein Fortbewegungs-Emote. So, dann haben wir noch Schattentraining. Ja, auch relativ neu noch der Emote, aber ich finde ihn persönlich nicht so geil.
Den habe ich mir zwar gekauft, aber nur, weil ich ihn sammle. Ja, okay, das war's dann zum heutigen Fortnite-Shop. Ihr könnt gerne mal rechts abstimmen, wie ihr den heutigen Shop fandet, also top oder flop. Und ja, dann würde ich sagen, wenn ihr morgen wieder den Shop sehen wollt und meine Meinung dazu, dann lasst gerne ein kostenloses Abo da. Einfach kurz runterscrollen und einmal auf Abonnieren klicken. Und dann, ja, wünsche ich euch, wie gesagt, einen schönen Start in die Woche. Habt einen guten Montag und bis dann. Tschüss.